Die Niedermoorlandschaft des Heppacher-Leimbacher Riedes im südlichen Baden-Württemberg. Auf einer Fläche von fast 200 Hektar wachsen seltene Pflanzen, brüten und leben zum Teil vom Aussterben bedrohte Tierarten. Außerdem übernimmt das Moor eine wichtige Funktion für den Klimaschutz. Die heute fast naturnahe Landschaft wurde früher landwirtschaftlich intensiv genutzt, das Moor war bereits trockengelegt. Mit der Folge, dass natürlich gebundener Kohlenstoff freigesetzt wurde und die Artenvielfalt abnahm. Wir haben vor beinahe 40 Jahren damit begonnen, sukzessive Flächen aufzukaufen, um sie zu renaturieren. Und das Heppach-Leimbacher Ried ist so das Leuchtturmprojekt für den Natur- und Klimaschutz bei uns hier im Bodenseekreis. Ein kleiner Teil des Gebietes bleibt sich weitestgehend selbst überlassen. Überall dort, wo Landschaftspflege notwendig ist, kooperiert der Landkreis mit externen Partnern. Unter anderem mit örtlichen Landwirten, die mit der Maat der Offenflächen beauftragt werden. Seit 20 Jahren weiden hier auch sogenannte Heckrinder. Die Herde, zu der auch Wasserbüffel gehören, ist im Sommer wie im Winter auf der Weide. Diese Beweidung ist ein Kooperationsprojekt vom Landkreis, dem BUND und einem Landwirt. Die Rinder sind großartige Landschaftspfleger. Durch ihr natürliches Fressverhalten schaffen sie eine herausragende Strukturvielfalt. Mit der Renaturierung der Landschaft war von Anfang an die Hoffnung verbunden, dass sich die biologische Vielfalt im Moorgebiet wieder erholt. Um das zu prüfen, werden die Bestände von Biologen und Landespflegern regelmäßig erfasst und bewertet. Moorgebiete sind Lebensräume für selten gewordene und gefährdete Vögel, Amphibien, Schmetterlinge, Heuschrecken, Libellen und Zikaden. Dazu kommt eine vielfältige Pflanzenwelt. Das Ergebnis des Monitorings ist eindeutig. Ich kenne das Gebiet seit 1986 und ich kann klar sagen, dass in den letzten Jahren sowohl die Artenzahl als auch die Zahl der Individuen drastisch zugenommen hat. Erst durch die großen zusammenhängenden Flächen im Eigentum des Landkreises wird eine Wiedervernässung des Niedermoors möglich. Eine Renaturierung von Einzelparzellen hätte nicht funktioniert. Ein Team der unteren Naturschutzbehörde prüft, inwieweit sich das Moor tatsächlich regeneriert hat. Dazu wird mit einem Bohrstock ein Bodenprofil entnommen. Mit dieser Methode kann man genau erkennen, in welcher Tiefe der Moorkörper beginnt und das Grundwasser steht. Wir haben festgestellt, dass der Moorschwund beendet wurde und somit das Moor seine CO2-Speicherfunktion weiterhin erfüllen kann. So können durch die bisherigen Maßnahmen schätzungsweise bis zu 2000 Tonnen CO2-Emissionen jährlich vermieden werden. Die Niedermoorlandschaft im Heppacher-Leimbacher Ried ist inzwischen auch Ziel vieler Touristen. Für sie wurden Informationstafeln aufgebaut und Wanderwege beschildert. Was die Touristen hier sehen können, ist ein Hotspot der Artenvielfalt und des Klimaschutzes. Ein Flächenkauf für die Renaturierung eines Moores durch einen Landkreis ist in dieser Dimension in Deutschland selten, wenn nicht gar einmalig. Und das Projekt des Bodenseekreises gibt eine klare Antwort auf die Frage, was passiert, wenn man der Natur mehr Raum gibt. Vor fast 40 Jahren haben wir klein, aber mit einer großen Vision begonnen. Heute können wir sagen, dass es uns gemeinsam mit unseren Partnern gelungen ist, diese Vision weitestgehend zu verwirklichen.